So, servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Part Nummer 12, meine ich, von Der Hobbit, also Lego Der Hobbit. Vergesse ich immer hinzuzusagen. Denkt jeder, ich spiele hier nur Der Hobbit, weil es auch im Titel so steht. Gibt es nämlich ein älteres Spiel für. Ach, wieder die schöne Musik. Ich liebe die Musik. Ohne Scheiß, die ist richtig gut gemacht. Ich brauche hier mal. Wie brauche ich denn hier? Ich will gerade so viele Sachen gleichzeitig erzählen, deshalb muss ich hier. So, jetzt. Die Musik finde ich schön. Dieses Thema abgehakt. Willkommen zurück bei. Ja, gab es ein altes Spiel. Hatte mein Bruder für die PlayStation 2. Habe ich leider nie gespielt. Ist auch schon etwas älter. Werde ich wahrscheinlich nie spielen, aber trotzdem mal erwähnenswert. Gut, und um zu dem Spiel hier zurückzukommen, wir sind gerade in Bruchtal angekommen, zumindest im letzten Part schon. Und bin mal gespannt, wie sie hier so aussehen wird. Da unten ist auch schon unser Missionsziel. Da gehen wir auch gleich mal hin, nachdem wir hier noch ein bisschen demoliert haben. Ich bin übrigens immer noch erkältet. Ich habe einfach gerade immer noch Bock aufzunehmen. Ist zwar schon ein paar Tage her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber macht irgendwie unglaublich Bock. Ich bin jetzt auch schon so weit zu sagen, dass es mir nie besser gehen wird, glaube ich. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin irgendwie. Vielleicht höre ich mich ein bisschen besser an. Kann sein, dass ich momentan auch ein bisschen besser drauf bin. Aber meine Erkältung ist eigentlich komplett für den Arsch gerade. Ich werde nämlich immer mehr erkältet oder heißerer. Wen geht's denn da hinten überhaupt? Also wie gut, dass ich hier die ganzen Sachen sammle. Ach, hier ist nichts. Nichts, wo ich glaube ich jetzt schon weiterkomme. klar, dass ich jetzt wieder husten muss. Weißt du, immer wenn ich. Ich habe heute, ich glaube, schon seit 2 Stunden nicht mehr richtig gehustet und jetzt auf einmal muss ich wieder. Kann man richtig die Aufnahme an. Gut, wir gehen jetzt rein. Nachdem wir das Ortsschild oder Hinweisweg. Weil es Schild Dingsbums zerstört haben. Gut. Und wir sind in Bruchtal. Alle 14. Sind noch voll. Wir sind noch vollzählig. Wie geil die aussehen. Ungewöhnlich für Orks, unserer Grenze so nahe zu kommen. Irgendetwas oder irgendjemand hat sie wohl angelockt. Das könnten wir gewesen sein. Willkommen, Thorin, Sohn des Trein. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Und was wolltet ihr auf der großen Oststraße? Oh, der ist gleich tot. Oh, da hinten ist Rudolf. Der Red Nose Wag. Unsere Angelegenheiten gehen die Elben nichts ab. Meine Güte, Thorin, zeig ihm die Karte. Erebor. Sie zu lesen. Da wieder die schöne Musik. So. Vermag er sie zu lesen? Das werden wir gleich herausfinden, nachdem ich hier gleich mal ein bisschen hier wieder zerstört habe. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich natürlich nicht schlagen. Ich will hier eigentlich nur alles andere zerstören. Ich bin nämlich Münzengeil. Und Brettergeil. Lalala. Hier, das kann man auch noch zerstören. Nehme ich auch noch mit. Und hier kriege ich wieder Bretter und so, ne? Kann ich immer gebrauchen. So, weiter geht's. Blöde Frage. Ja, genau, das wollte ich. Ich will hier nicht mehr mit meinem Zwergenschwert rumlaufen, sondern mit. Hier, Orcrist. Dam da dam. Kann ja alles zerstören, was ich will. Lalalala.
Dum, dum, dum. Dum, da, dum, da, dum. Ich kann alles mitnehmen. Übrigens so eine kleine Info nebenbei, währenddessen ich hier alles zerstöre. Ach, hier will ich... Ach, ich kann hier überhaupt frei rumlaufen jetzt. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen dusselig. Ich habe jetzt... was heißt jetzt? Ich habe mir vor 3 Wochen alle möglichen PC-Teile, die man braucht für den PC, bestellt. Für den Zweit-PC, den ich dann zum Rendern verwende und so. Und zum Hochladen und so nebenbei von Videos. Die sind jetzt angekommen. Nach tollen 3 Wochen. Das heißt, ich habe jetzt den 2. PC, der ist nicht so ganz toll wie mein jetziger, mit dem ich hier immer aufnehme. Aber ist auch nicht so schlecht. Hat halt meine alte Grafikkarte drin. Und sonst eben auch so für Gaming so Standardzeug, so normale Spiele sollten darauf laufen, aber halt eben nichts Hardcore-mäßiges und auch nicht immer auf den höchsten Einstellungen. Aber er ist eigentlich nur hauptsächlich zumindest fürs Rendern geeignet. Damit ich, wenn ich zocke und nebenbei Video rendern muss, das gleiche mitrendern kann. Und falls ich eventuell mal so einen Aufnahmemarathon, beziehungsweise generell so einen Marathon machen will, dass ich hier so, weil ihr versteht, ganz, ganz viele Videos von einem Projekt innerhalb kürzester Zeit hochlade, will, um den Satz so abzuschließen. Ja, so nebenbei. Aber bevor ich jetzt hier alles zerstöre, was hier im Bruchteil irgendjemand in den letzten 3000 Jahren gebaut hat, oder keine Ahnung, wie alt das hier schon ist, werde ich jetzt einfach mal die Mission starten, nachdem ich da hingefunden habe. Übrigens auch im Lego, der Herr der Ringe-Teil ist man auch im Bruchteil. Ich weiß aber leider nicht, ob das gleich aufgebaut ist wie eben in dem Herr der Ringe-Teil. Hier kann man runter. Oh, das war Glück. Das war Glück. Ich wäre beinahe runtergefallen. Hey, wie weit ist der denn weg? Hallo? Elrond? Wo bist du? Ich bin auch ziemlich erfreut darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, dass ich jetzt immer 10 Minuten Parts aufnehme. Das heißt, ihr bekommt echt jeden Tag einen Part. Wäre das jetzt der Fall, dass ich immer nur 20 Minuten Parts hochladen würde, würde das Rendern länger dauern, würde das Spielen länger dauern und würde das Hochladen länger dauern. Und da kann ich euch mit Sicherheit sagen, dass ihr dann diese Woche um die Hälfte weniger Videos bekommen habt oder hättet. Oder noch weniger. Weil ich jetzt die nächsten 4 Tage überhaupt kein... Okay, man... Ich rede jetzt auch so, als ob der Part morgen hochgeladen wird oder jetzt sofort. Dann würde der Part jetzt bestimmt nicht erscheinen, sagen wir mal so. Aber jetzt habe ich genug Zeit, das alles im Vorhinein aufzunehmen und hochzuladen. Ein Part dauert jetzt übrigens bei mir 6 Minuten Rendern auf Full HD mit 20.000 Bitrate. Was übrigens extrem geil ist. 6 Minuten. Das ist extrem schnell. Wenn die Drossel schlägt und die untergehende Sonne ihren letzten Strahl am Durinstag hinabfallen lässt auf das Schlüsselloch. Wir müssen genau an der richtigen Stelle stehen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und nur dann kann die Tür geöffnet werden. So sieht's aus. Einer würde dies nicht als weise erachten. Sag mir, Gandalf, hattest du im Ernst geglaubt, es bliebe unbemerkt, was du im Schilde führst? Der Drache beschäftigt euch schon lang. Hier ist etwas am Werk, das viel bösartiger ist als Smaug. Wo ist das Schwert? Aha. Eine Orgulklinge. Sie sprechen von einem Nekromanten in Dol Guldur, eine Hexe, der die Toten wieder auferstehen lassen kann. Gandalf, Sauron wurde bezwungen. Er wird seine volle Stärke nie wieder erlangen. Doch das Anliegen dieser zwergischen Unternehmung beunruhigt mich zutiefst. Mein Herr Elrond, die Zwerge, sie sind fort.
Als ob er das nicht wusste. So. Bruchtal. Sind wir jetzt hier? Anderer Ausgang. Da unten ist ein weißer Stein. Egal. Wir gehen weiter nach der Mission. Lalalala. Lalalala. Immer schön alle Münzen mitnehmen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Der hohe Pass. Übrigens haben wir den ersten Teil jetzt wahrscheinlich so ungefähr zu 80% durch. Unbeirrt vom Ratschlag der Elben und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte.